Hallo, liebe Modellbaufreunde. Kein großes Intro. Wenn es um Updates geht, dann machen wir das immer so. Für diesen Leopard 2A6 von der Firma Tamiya gibt es Update-Sets. Und zwar gibt es einmal das Update für Leopard 2A6M für den Minenschutz. Und es gibt dann die nächste Variante, das ist dann die bessere Variante, gibt es dann den Leopard 2A6MA2. Das ist dann die letzte Variante von dem Leopard 2A6, der dann ein Update bekommen hat wegen seiner Funkanlage und auch noch für andere Teile. Gut, dann schauen wir gleich mal rein. So, liebe Freunde, was befindet sich in der Box? Ich habe jetzt schon mal das ganze Styropor rausgenommen. Das ist eigentlich alles mit Styropor hier drin auch nochmal ausgepolstert, damit auch diesen schönen Teilen nichts passiert. Wir haben hier erstmal eine grobe Übersicht, was da alles mit drin ist, wie zum Beispiel die neuen Staukörbe, dann eben die extra Bewaffnung für Richtschützen und Kommandanten. Wir haben dann hier noch eine andere Nebelmittelwurfanlage. Wir haben den Leistungselektronikraum, haben wir hier noch oben drauf dargestellt. Und die neue Spektruskamera für den Fahrer. Und hinten haben wir nochmal einen extra Antennenkorb. So, dann gucken wir uns erstmal die Anleitung an. Zum Thema Resin komme ich auch noch, weil da auch immer viele, viele Fragen entstehen. So, also Perfect Scale Modellbau schreibt dann eben hier noch mit rein. Alles andere, was man wissen muss, dass man da auch am besten dann zwei Komponenten Epoxidharzkleber nehmen kann oder halt eben dann den altbekannten Sekundenkleber. Aber bitte nicht den 1 € Sekundenkleber aus dem 1-Euro-Shop. Also das ist blödsinnig, wenn ihr so etwas nur macht. Dann spart bitte nicht am Kleber. Perfect Scale hat auch nochmal extra Kleber mit im Angebot. Aber ich rate immer zu Industriesekundenkleber. Den gibt es in verschiedenen Viskositäten. Und wenn ihr mit Resinteile arbeitet, dann nehmt auf jeden Fall auch noch einen sogenannten Aktivator. Ein Aktivatorspray, das ist sowas hier. Wenn ihr mit so etwas arbeitet, dann kleben die Teile sofort aneinander. So, wie das gemacht wird, erkläre ich euch nochmal in einem anderen Video, wo dann die Verarbeitung von Resinteilen mit dabei ist. Von vorne weg, also von vornherein möchte ich euch sagen, es kann zu Toleranzen kommen. Resinbau ist immer so, dass die Formen auch wetterabhängig sind. Ist es draußen wärmer, dehnt sich so eine Silikonform auch aus. Ist es draußen kälter, zieht sich so eine Silikonform zusammen und es stehen leichte Toleranzen. Also kann es auch sein, dass mal nicht alles zu 100% passgenau ist, sondern vielleicht nur zu 98 oder 99%. Das muss aber jeder wissen, der sich mit Resin beschäftigt und der sich dann auch sowas kauft, weil das ist nicht für Anfänger gedacht. Ich höre nämlich immer viele schimpfen, oh ja, Resin und so weiter, das passt alles nicht und so weiter. Ja, in der heutigen Zeit gibt es überall Toleranzen. Ich kenne das aus dem Stahlbau. Wenn ich so einen Ring habe, der gedreht ist, ist der Innendurchmesser, was weiß ich, 500 oder sowas. So, und der Bolzen, der da reinkommt, ist auch 500. So, und es passt natürlich nicht. Warum? Weil jeder auch seine Toleranz hat. Da ist der Ring wahrscheinlich durch seine Toleranz ein bisschen enger und der Bolzen ist durch seine Toleranz ein bisschen dicker. Und schon passt das nicht. Und so ist das hier auch. Es gibt überall Toleranzen. Nicht nur am Resin, sondern auch im Formenbau, zum Beispiel von der Firma Tamiya, etc. pp. Da passt auch manchmal nicht alles zu 100% aufeinander. Und vor 20, 30 Jahren war es noch schlimmer. Okay, so viel zum Thema Resin und seine Besonderheiten. Alles andere später. Gut, deswegen sagen wir immer, die Leute, die sich mit Resin auskennen, bitte immer vorher eine sogenannte Trockenanpassung machen und nicht gleich Kleber raufschmattern und draufsetzen. So, Vorbereitung. Haben wir hier grün, wo wir was verspachteln müssen, rot, wo wir was entfernen müssen. Ist eigentlich klar, kennt jeder auch von PE-Teilen von Eduard. So, dann geht's los. Unterseite und die Wanne. Hier haben wir dann die Minenschutzplatte. So, die schon bei der Version A6M dabei gewesen ist. Und dann haben wir hier noch hinten das
Bordtelefon, das ist dahinter, und wir haben die beiden Teile für die Abschleppseile, die dann nicht mehr über Kreuz sind bei dem, sondern die dann von hier oben kommen und nach da weggehen und nach da weggehen. So, das ist bei dieser Version nämlich neu. Gut, dann haben wir dann hier noch einmal, gehen wir hier, genau, haben wir dann hier dann einen zusätzlichen Infrarotaufsatz auf dem Scheinwerfer, der ist auch neu dazugekommen, und nochmal ein Schutzbügel über dem Blinker. So, weiter geht's, haben wir hier die sogenannte Spectus Infrarotkamera für den Fahrer, damit er dann nicht mehr ein Gerät aufsetzen muss, was dann auch die Verletzungsgefahr minimiert beim Fahrer, und der Fahrer kann auch zwischen zwei verschiedenen Modis umschalten. Das hat der Leopard 2A7 auch schon mit dabei in der Kampfwertsteigerung zu 2016, und für den 2A6 gibt es das jetzt auch. Dann haben wir hier eine neue Nebelmittelwurfanlage, wo dann eben hier auf der Seite 6 Stück oben sind, genauso wie auf der anderen Seite 6 Stück oben und 2 Stück unten sind. Also wir haben hier unten nicht mehr die zusätzliche Schiene, wo dann die anderen 4 Stück drauf sind. Dann haben wir nochmal ein DARCAS-System, das Kanonendarstellungssystem, nochmal in Resin. Und wir haben hier einmal für den Kommandanten eine Halterung für eine MP7, die mit dabei ist. Da müssen wir dann vorher, wenn wir das so darstellen müssen, vorher ein Ätzteil nehmen, wo wir dann das biegen müssen, die Halterung für die MP7. Und für den Richtschützen das G36. Und dann haben wir hier einmal eine Plane, die aufgeklappt dargestellt ist. Und hier eine Plane, die aufgestellt ist. Wir können das Ganze aber auch noch so darstellen, dass das hier geschlossen ist. Also dann brauchen wir das nicht und das nicht und das nicht. Dann haben wir hier einmal das Teil 23 und Teil 24. Das kleben wir dann drauf. Und damit wäre dann es so dargestellt, als wenn das Gewehr da unten drunter ist und die MP7 auch. Gut. Hier haben wir das nochmal ganz genau dargestellt mit den zusätzlichen PE-Teilen, die hier über das G36 rüberkommen, und hier an die Seite für die MP7. So sieht das dann im geöffneten Zustand aus. Okay, dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Stauraum, der zwischen, also eine Staukiste, die zwischen der Kommandantenluke ist und dem vorderen Visierperiskop der Optik, und hier nochmal an der Seite dargestellt. Dann haben wir hier einen Teil vom Leistungsraum, der sich hier drunter befindet, und wir haben hier dann noch einmal oben drauf ein sogenanntes Überdruckventil, was dann, wenn innen drin zu viel Druck in dem Kampfraum ist, das dann automatisch abbläst. Gut, weiter geht's. Wir haben hinten einen zusätzlichen Antennenkasten, weil der Panzer nicht mehr mit den normalen SEM 8090 Antennen ausgerüstet ist, sondern er hat eben den neuen Rüststand bekommen und hat eben die Comrod Antennen bekommen, wo wir dann hier auch unten beschrieben andere Sockel haben. So, so sieht das Ganze von oben aus, von nach hinten sehend, und so einmal von oben, wie dann der neue Antennenkasten angebracht wird. Und hier haben wir dann die Darstellung für die neuen Antennensockel. Gut. Und wenn wir fertig sind, sieht es dann einmal so aus und so von der Seite. Ist eigentlich nicht so wirklich sonderlich viel und auch nicht so sonderlich schlimm. Man muss halt eben nur darauf achten, dass man einige Regeln beherrscht und auch sich die Regeln annimmt. Hier haben wir unsere Teile, die schön in einer Tüte zusammen sind, in so einem Zipbeutel, das dann auch immer wieder neu verschlossen werden kann. Vorweg schon mal eine kleine Warnung: Wer mit Resin arbeitet, möchte doch bitte dann einen Mundschutz aufsetzen, wenn er die Resinenteile feilt mit einer Feile, denn der Staub ist giftig. Wenn ihr die Teile heraustrennt, benutzt bitte eine Säge. Es gibt extra kleine Resinsägen im Shop, zum Beispiel bei Perfect Scale, da könnt ihr sowas auch kaufen. Und auch Feilen etc. So, wir machen das Ganze jetzt hier mal alles vorsichtig raus. Das ist die Minenplatte, die unter dem Panzer kommt, und die muss dann halt hier von dem Anguss
abgeschnitten werden. Und da sägt ihr dann einfach hier lang und feilt dann den restlichen Überstand weg. Ansonsten müsst ihr dann eine Trockenanpassung machen und dann hier, wo die Fluchtluke ist, also die Notausstiegluke von dem Fahrer, müsst ihr hier ein bisschen vielleicht wegschleifen, damit es dann auch zu 100% passt. Wie gesagt, Toleranzen sind überall. Dann haben wir hier das Teil für den Leistungsraum, was ich ja schon gesagt habe, den Leistungselektrikraum, was dann hinten auf dem Turm drauf ist. Ist auch fein dargestellt mit einer ganz leichten Oberfläche. Und hier haben wir dann das Überdruckventil. Und hier ist auch, genau, so rum. Hier haben wir dann auch eine ganz, ganz feine Anti-Rutsch-Oberfläche mit dabei. Super gemacht. Sehr, sehr detailgetreu. Hier müsst ihr dann halt eben aufpassen, da diese Teile extrem dünn sind. Sie können sich ein bisschen verbiegen, das ist aber alles kein Problem. Je dünner die Teile sind, desto besser kann man sie eigentlich so wieder in Form bringen. Das ist kein Problem. Sollte ein dickes Teil, wie zum Beispiel hier von dem Minenschutz, das vielleicht mal ein kleines bisschen verbogen sein, was ja nicht schlimm ist, dann einfach in warmes Wasser legen und dann könnt ihr dieses Teil einfach auch wieder gerade biegen. Das ist kein Problem. Aber hier funktioniert es auch noch, dass ihr das dann ein bisschen selber biegen könnt. Aber wenn zum Beispiel so richtig mega dicke Teile sind, dann in warmes Wasser reinlegen. So, hier haben wir dann die Kleinteile für den Antennenstaukasten. Der ist hier. Und dann auch dann die separate Halterung. Und das sieht auch alles super aus. Auch hier die ganz feinen Bolzen und Schrauben, die mit dazu sind. Sieht man hier schön dargestellt. Auch hier den Verschluss vom Kasten. Sehr schön dargestellt. Woanders bräuchte man ein Ätzteil für sowas. Also das sieht echt klasse aus. Sehr, sehr schön. Auch hier nochmal diese ganz feinen Löcher drin. Sehr gut gemacht von Perfect Scale. Also kann man nicht meckern. Dann haben wir hier das zusammengeklappte G36. Wir können entweder dass die Schulterstütze, die wir hier hinten haben, entweder hinten mit dran kleben oder halt so, wie es dann in der verpackten Sache ist, dann hier oben drauf kleben. Das ist alles kein Problem. Auch dieses G36 sieht sehr, sehr gut aus. Schön dargestellt die Optik. Und die kleine MP7 sieht auch super aus. Kein Problem. Sehr schön. Auch dieser kleine feine Abzug da drin überall. Beim G36 und bei der MP7. Klasse. Super. Überall ist auch ein kleiner Schutzbügel drauf, damit die Teile eben nicht verbiegen können. So. Hier haben wir dann die extra Schutzbügel für die Blinker. Die hat Perfect Scale dann gleich viermal ran gemacht, denn das kann sein, dass vielleicht euch beim Rausschneiden einer mal kaputt geht. Und dementsprechend habt ihr hier dann gleich einen Ersatz. Und das ist wirklich mega, mega fragil, sagen wir es mal so, sehr, sehr dünn und da muss man auf jeden Fall mit Vorsicht rangehen, wenn ihr diese Teile ausschneiden wollt. Dann haben wir hier die neuen Nebeltöpfe. Haben wir einmal hier, das sind die für oben und auch gleichzeitig dann die für unten. Das ist halt eben eine Seite und dann haben wir das Ganze eben nochmal für die andere Seite. Ich nehme einfach immer so raus, wo sich dann eben die nächsten Teile, weil ich möchte nicht alles auskippen. Und hier haben wir dann schon die Grundplatte für die Spektruskamera, für den Fahrer. Klasse. Sehr, sehr schön. Sollte mir irgendwas auffallen, was nicht in Ordnung ist, dann sage ich es natürlich auch gleich. Weil ihr hört ja immer von mir nur sehr gut und sehr gut, aber es sieht bis jetzt auch alles sehr gut aus, also das ist kein Problem. Hier haben wir dann eben die Bordsprechanlage und wir haben dann hier auch diese Halterungen für das Abschleppseil. Wir haben hier die Spektruskamera und hier sehen wir natürlich, da steht es drauf, Spektrus. Denn das steht nämlich auf dieser Kamera nämlich auch drauf und da hat Perfect Scale das echt super dargestellt. Klasse. Und hier haben wir dann die Scheinwerfer mit
den Infrarotscheinwerfern oben drauf gesetzt. Super. Die müssen wir dann halt eben im Bausatz dann komplett entfernen und dann die neuen Scheinwerfer mit anbauen. So, hier haben wir dann die neue Halterung für die Nebelmittelwurfanlage. Und dann haben wir hier unten, wo die beiden Nebeltöpfe rankommen, und dann hier oben die 6 Stück drauf. Die muss man sich dann in aller Ruhe ausrichten, damit sie auch wunderbar passen. Da haben wir jetzt nicht für, wie zum Beispiel bei den anderen Bausätzen, wo wir dann hier eine kleine Vertiefung haben, wo wir die dann draufsetzen können. Nein, wir müssen uns dann eben dann die schön exakt ausrichten. Am besten würde ich vorschlagen, klebt ihr sie mal mit Weißlehm an, um sie dann in Ruhe in Position zu bringen. Und dann, wenn der Weißlehm ausgehärtet ist, macht ihr schon mal dann ein Teil ab, klebt es dann drauf und macht das nächste Teil ab, klebt es drauf und so weiter und so weiter. So würde ich das dann persönlich machen dann. Denn den Weißleim könnt ihr dann auch noch ein bisschen hin und her bewegen, bis dann die Teile alle in der richtigen Position sind. So, hier haben wir dann die extra Teile, die noch mit unten an den Panzer rangehören. Da brauchen wir nicht weiter drauf einzugehen. Dann haben wir hier unseren zusätzlichen Staukorb zwischen Kommandantenkuppel und vorderen Periskop und auch mit einer ganz feinen Anti-Rutsch-Beschichtung obendrauf. Auch hier der Bügel zum Aufklappen ist super dargestellt. Klasse. Hier sehen wir auch ganz feine Verschlüsse und auch Scharniere. Wunderbar. Sehr schön. So, hier haben wir dann unsere Planen für unsere Bordbewaffnung, also für das G36 und für die MP7 in dem aufgeklappten Zustand. Auch super. Auch hier mit der Befestigung. Und wir haben natürlich für die Leute, die das dann geschlossen darstellen wollen, haben wir dann hier im geschlossenen Zustand. Das brauchen wir dann einfach nur so drauf zu kleben, anpassen. Und wer dann eben noch so möchte, dass das G36 dann da drunter ist, der muss dann hier noch das Stück Rohr vom G36 noch mit dran kleben, weil das guckt immer ein Stück raus. Und hier haben wir dann noch kleine Bolzen. Ein paar sind abgebrochen, das ist aber normal, weil die halt eben so ganz, ganz filigran sind. Die liegen dann in der Tüte noch alle mit da drin. Hier haben wir dann die neuen Antennensockel von den Comrod-Antennen. Und wenn ihr dann da die Antennen drauf machen wollt, bohrt ihr euch hier oben ein Loch rein und dann könnt ihr die neuen Antennen mitsamt Sockel draufstellen. Zum Thema Antennen sage ich euch dann auch noch mal was. Hier haben wir dann auch noch mal die anderen Nebelwurfbecher, wie ihr sie ja schon einmal gesehen habt. Und jetzt haben wir hier noch die andere Halterung für das Kanonendarstellungsgerät. Denn das ist ja halt eben nur die Halterung. Das normale Kanonendarstellungsgerät kommt dann extra oben dann noch mit drauf. Aber auch sehr filigran und sehr fein gemacht. Man kann fast durchgucken teilweise. Das ist sehr, sehr fein gemacht. Sehr gut. Seht ihr hier, ne? Da kann man fast durchgucken. Klasse. Also da müsst ihr wirklich extrem aufpassen mit diesen Teilen dann. Und wir haben dann noch einen PE-Satz. Und zwar haben wir dann eben hier dann die Halterung für G36 und MP7 mit dabei. Der Satz ist hier zweimal mit dabei. Ob das gewollt ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber doch ist auf jeden Fall wegen den kleinen Ketten, denn wir müssen ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haben wir hier mit dabei. Wir brauchen aber auf jeden Fall 8 Stück für die Nebelmittelwurfanlage. Gut. Viel gibt es dazu sonst nicht zu berichten, außer dass es halt eben sehr, sehr fein gegossen ist und alles sehr, sehr gut aussieht. Solltet ihr dann eben den Panzer in
in diesen Rüststand versetzen und bräuchtet dann noch Antennen. Gibt es dann auch noch Antennen, die ihr dazu kaufen könnt. Und dann habt ihr dann auch die passenden Comrod-Antennen für diesen Panzer. Und damit seid ihr dann eigentlich auf dem neuen Rüststand vom Leopard 2A6, der dann Leopard 2A6 M2 heißt. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Den Link zu Perfect Scale setze ich euch unten noch mit rein in die Beschreibung, damit ihr dann gleich draufklicken könnt. Und auch bei... Nö, reicht eigentlich. Also dieser eine reicht vollkommen. In dem Video von dem Leopard 2A6 von Tamiya habe ich ja schon den anderen Link zu Scale Mates mit reingesetzt. Hier braucht ihr eigentlich nur den Link dann unten für Perfect Scale, wo ihr dann diese Teile kaufen könnt. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen da und weiterhin fleißig ein Abo drücken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten wünsche ich euch dann ein frohes Basteln und wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich beantworte eure Fragen gerne. Bis zum nächsten Mal. Kleiner Nachbrenner noch. Ich habe ja gesagt, dass einige Teile so filigran sind, dass auch einige Teile abbrechen können. Haben wir hier bei den Bolzen gehabt und leider auch eben dann hier bei den Antennensockeln. Da gehören eigentlich, wenn ihr dann die Antennen darstellen wollt, wie sie abgerüstet sind, haben wir dann hier noch einmal für oben drauf, haben wir dann noch die Antennensockel, die noch mit dazugehören. Denn die normale Comrod-Antenne hat hier einen flexiblen Sockel, wo dann die Antenne dann hin und her sich bewegen kann. Das habt ihr dann hier nochmal diesen gefederten Sockel. Der muss oben auf den Antennensockel noch mit drauf. Gut, aber es ist halt eben alles noch in dieser Tüte drin, sodass ihr dann keine Probleme habt, dass dann irgendwelche Teile verloren gehen. Sollten Teile verloren gehen oder eben beschädigt sein, dass ihr die anderen Teile nicht mehr findet, sollte irgendwas nicht passen, dann wendet euch an Perfect Scale direkt. Ihr habt ja hier auch dann alles mit dabei, was ihr braucht. Und dann werden die freundlichen Mitarbeiter euch gerne helfen. Ich habe da auch schon nur positive Erfahrungen gemacht. Und ja, ansonsten dann bis zum nächsten Mal.